Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 37 und zwar für die Handelstage vom 10.9. bis 14.9.2018. Wir wollen in dieser Analyse wie gewohnt auf die Märkte DAX, S&P, Euro und Gold eingehen, wollen ein wenig auf das Big Picture schauen, also was erwartet uns grundlegend in der kommenden Handelswoche an wichtigen Widerständen und Unterstützungen, welche Kerntendenzen könnten eintreten. Wir blicken natürlich auch auf die vergangene Handelswoche bzw. auf die vergangenen Handelswochen, wo sind bestimmte Trendtendenzen erkennbar, wo könnte der Markt gegebenenfalls in der kommenden Woche hier hingehen. Wie gewohnt dann auch hier in der Trading-Wochenanalyse unter dem Video der Hinweis, dass ihr eben grundsätzlich natürlich, wenn ihr den DAX euch nicht anschauen wollt, den S&P vielleicht nicht anschauen wollt, sondern nur zum Beispiel den Euro-US-Dollar, dann habt ihr die Möglichkeit unter dem Video hier in der Videobeschreibung entsprechend auf diese Zeitangaben dahinter zu klicken. Entsprechend landet ihr dann im Video direkt zu dem entsprechenden Zeitpunkt, wo ich dann über diesen Markt, zum Beispiel Euro-US-Dollar oder Gold spreche. Das ist ganz wichtig. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr hier diesem Video einen Daumen hoch gebt. Da freue ich mich natürlich, dass eben das Video euch gefällt. Wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich auch unter dem Video gerne mal einen Kommentar da lassen, was ihr euch vielleicht noch wünscht, ob es alles gut ist, wie eure Trades vergangene Woche waren, ob euch diese Analyse geholfen hat. Also tut euch keinen Zwang an. Kommentiert, gebt dem Video natürlich einen Daumen hoch. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback hier an dieser Stelle freuen. Vorab auch wie gewohnt der Risikohinweis an dieser Stelle. Lest euch diesen bitte durch. Achtet grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst. Dass ihr all das, was ich hier sage, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zusätzlich zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker beantwortet bekommen. Bevor wir mit dem DAX starten, mit dem Blick auf den deutschen Leitindex, wollen wir natürlich auch nochmal einen Blick auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche hier richten. Grundlegend erstmal, gerade was die Indizes betrifft, DAX und S&P, auch was es Gold betrifft, kommen nicht so viele wichtige Zahlen raus. Wir hatten ja vergangenen Freitag die Non-Farm Payrolls, die zwar dem Euro-US-Dollar etwas Schwung gaben, aber den Indizes grundsätzlich nicht. Da ist erstmal direkt um 14.30 Uhr so gut wie gar nichts passiert. Danach kam natürlich etwas Bewegung rein, aber diese war hier im Rahmen der normalen Volatilität. Also hier haben die Non-Farm Payrolls keinen ausschlaggebenden, zündenden Faktor dargestellt. Und so sehe ich es auch grundlegend erstmal in der kommenden Handelswoche. Wir haben zwar hier am Donnerstag 13.45 Uhr die EZB-Zinsentscheidung. Ja klar, diese ist natürlich nicht so unwichtig, aber es ist hier zu erwarten, dass eben der Zins bei 0% bleibt, dass eben grundsätzlich auch, was schon geplant ist, höchstwahrscheinlich das Anleihenprogramm eben zum Ende des Jahres langsam runtergefahren wird, etc. pp. Diese ganzen Punkte stehen fest, die sind in den Markt eingepreist. Und wenn hier nicht grundlegende Abweichungen kommen, auch in dem Statement dann um 14.30 Uhr, dass eben die EZB irgendwas anders plant, sollte hier jetzt nicht extreme Bewegung auftreten. Nichtsdestotrotz 13.45 Uhr und 14.30 Uhr beziehungsweise auch knapp danach ist hier schon mit ein bisschen Volatilitätsschub zu rechnen. Auch um 9 Uhr hier harmonisierter Verbraucherpreisindex, immer mal drauf schauen. Aber grundlegend ist das nicht so kriegsentscheidend. Am Freitag 14.30 Uhr Einzelhandelsumsätze aus den USA, 14.30 Uhr sollte man auch ein bisschen vorsichtiger sein, nicht zwingend vielleicht zwei Minuten vorher hier eine Position eingehen, weil natürlich wichtige Zahlen, wo der Markt gegebenenfalls drauf reagiert, auch die Einzelhandelsumsätze sind, auch wenn sie in den letzten Monaten ebenfalls nicht wirklich die Märkte bewegt haben. Aber wir werden auch wieder Zeiten bekommen, wo nicht nur die Non-Farm Payrolls interessant sind, sondern natürlich auch solche Zahlen wie Einzelhandelsumsätze etc. pp. Für die, die den britischen Pfund handeln, sprich auch der Euro könnte so ein bisschen Bewegung bekommen. Wir haben eine ganze Menge Zahlen aus Großbritannien in der kommenden Handelswoche am Montag, am Dienstag und hier auch sehr, sehr wichtig am Donnerstag um 13 Uhr Zinsentscheidung Bank of England. Der britische Pfund hat schon teilweise hier immer mal so ein bisschen stärker reagiert, was dann auch dazu führte, dass der Euro-US-Dollar so ein wenig mitgezogen wurde in die eine oder andere Richtung. Also ist hier ebenfalls am Donnerstag um 13 Uhr so ein bisschen gerade in den Währungen drauf zu schauen, dass hier eventuell Bewegung reinkommt. Und für diejenigen, die natürlich den britischen Pfund handeln, ist die kommende Handelswoche gar nicht so uninteressant. Und wir werden auf jeden Fall in den Livestreams auch in der kommenden Woche etwas mehr auf den britischen Pfund schauen, weil sich natürlich hier grundsätzlich dann am Freitag auch nochmal um
12 Uhr eben der Markt schon etwas bewegen könnte. Starten wir mit der Analyse des DAXes. Ich habe etwas alles hier zusammengeschoben. Wir sehen jetzt hier den Markt seit März 2017, nach wie vor aber auf dem 4-Stunden-Chart. Und wir sehen grundsätzlich, ich nehme mal mein Zeichenwerkzeug hier mit dazu, dass wir natürlich sehr schöne Abgaben auch in der vergangenen Handelswoche im DAX gesehen haben. Wir konnten hier teilweise auf der Abwärtsseite mal den einen oder anderen Trade platzieren. Ich habe es auch teilweise vorsichtig auf der Long-Seite versucht. Grundsätzlich habe ich im DAX vergangene Handelswoche, zumindest in den Trades der Livestreams, nicht nennenswert Performance zeigen können. Die Woche ist im DAX, reine DAX-Performance, mehr oder weniger Break-Even ausgegangen, obwohl wir so eine schöne Abwärtsbewegung hatten. Aber ich hatte das in den Livestreams gesagt. Ich bin dann ab Mittwoch mal vorsichtig, ganz vorsichtig, dann mal für anderthalb Tage mehr oder weniger so ein bisschen auf der Long-Seite unterwegs gewesen, weil ich dachte schon, wenn der Markt sich so ein bisschen stärker nach unten bewegt, dass so eine leichte Erholung hier durchaus denkbar ist. Ich habe dadurch nicht viel Geld verloren, aber ich habe grundsätzlich eben kein Geld verdient im DAX und auch eben dann hier an dieser Stelle. Mein Geld habe ich, das hauptsächliche Geld in der vergangenen Handelswoche, auch in den Livestreams teilweise diese Trades dann gezeigt im Dow Jones. Da konnte ich einige schöne Bewegungen mitnehmen, die grundsätzlich dann zu schönen Gewinnen in der vergangenen Handelswoche führten. Aber der DAX nach wie vor abwärts, die US-Märkte nach wie vor aufwärts. Wir blicken ja gleich auf den S&P, der hier zwar auch etwas abgegeben hat, aber lediglich auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir sind hier auf alte, wichtige Unterstützungen lediglich draufgelaufen, die eben rein charttechnisch weiterhin erstmal sauber aufwärts tendierend sind, und ich denke, wir brauchen nicht streiten, dass der DAX hier grundlegend weiter sauber abwärts tendierend ist und dass er schon vorletzte Handelswoche am Donnerstag und Freitag gestartet ist. Montag war der DAX ja etwas seitwärts tendierend durch den Feiertag in den USA, aber ab Dienstag kamen hier Tag für Tag rote Zahlen im DAX rein und der Markt hat grundsätzlich sogar dann das 130er Unterstützungslevel, also diese wichtigen Tiefpunkte hier, grundsätzlich dann durchschritten, hat diese nicht mal nochmal von unten getestet, was natürlich immer ein interessantes Einstiegsszenario ist, sondern ist erstmal grundsätzlich weiter direkt nach unten gerutscht, ist auch unter den 11.900er Bereich hier gerutscht und hat dann eben auch in diesem Bereich seinen Wochenschlusskurs gefunden. Und wir sehen es erstmal grundsätzlich. Die Bewegungstiefs des aktuellen Jahres liegen hier unten im Bereich um die Marke, naja, in etwa 11.700, knapp darunter. Und wir sind natürlich von diesen Bewegungstiefs, wenn wir uns auch die Bewegung der vergangenen Handelswoche anschauen, was in etwa diese Bewegung war, sind wir natürlich da nicht mehr weit von entfernt. Und wenn hier der Markt erstmal weiter abwärts tendierend ist, was grundsätzlich nicht auszuschließen ist, dann sind natürlich diese Tiefs nicht mehr weit. Das ist lediglich dieser Schritt hier an diese Tiefs und dann ist der Schritt durch diese Tiefs natürlich auch sehr, sehr nah. Und hier muss man dazu sagen, wenn das passiert, kann es durchaus sein, dass wir weiterhin Momentum auf der Abwärtsseite sehen, keine nennenswerten Erholungen sehen, denn solch Tiefs, gerade was Jahrestiefs betrifft, all diejenigen, die hier irgendwo long sind, im Swing-Trading-Bereich, im Investment-Bereich, also alle, die so einen leicht längeren Fokus haben, auch diejenigen, die vielleicht in den letzten Tagen hier auf der Long-Seite eingestiegen sind, die haben schlussendlich natürlich hier drunter ihren Stop. Ja, oder sehr, sehr viele Leute haben darunter ihren Stop. Stops bedeuten für die Aufwärtsseite immer Verkaufsorders, ja, die dann in den Markt reinkommen. Hinzu kommen natürlich diejenigen, die eh schon negativ eingestellt sind im DAX und hier vielleicht noch nicht auf der Abwärtsseite unterwegs sind, oder diejenigen, die schon unterwegs sind und dann hier durch so einen Break nach unten vielleicht ihre Positionen nochmal verstärken wollen mit dem Gedanken, dass es grundsätzlich übergeordnet weiter abwärts geht. Also so ein Tief kann natürlich immer dazu führen, dass es dann auf einmal auch etwas schneller geht, dass hier so eine kleine Kettenreaktion stattfindet und der Markt natürlich Momentum aufbaut nach unten. Somit sind wir mit dem ersten Ziel, und das halte ich auch erstmal auf diesem hohen Niveau so fest, ist es natürlich denkbar auf der Abwärtsseite als realistisches Ziel für die kommende Handelswoche, dass wir in den Bereich dieser Tiefs hier runterlaufen, also in etwa 700 bis 650 auf der Abwärtsseite, und das sind vom Schlusskurs in etwa 200, vielleicht sogar 250 Punkte erstmal, die man hier so realistisch annehmen kann. Und das ist natürlich ein ordentliches Stück, was man erstmal auch im Daytrading, was wir dann hier teilweise in den Livestreams betreiben, natürlich ohne Probleme nutzen kann, um dann hier entsprechend Trades einzugehen. Und viel wichtiger ist auch hier noch
zu beachten, dass gerade diese letzten Stücke hier unten, ja, diese letzten Bewegungen an diese Tiefs ran grundsätzlich in den letzten oder dieses Jahr dann auch sehr, sehr schnell vonstatten gingen. Und es ist dann nicht auszuschließen, wenn wir diesen 850er bis 840er, 30er Bereich nach unten durchschreiten, dass es dann auch nochmal wieder mit Momentum vonstatten gehen kann an diese Tiefs rein. Und wie gesagt, hier unten kann das Ganze dann auch etwas nach unten eskalieren. Bleiben wir nochmal auf diesem großen Bild, bevor wir jetzt auch das Bild nochmal wieder so ein bisschen auseinanderziehen. Das ist erstmal so, um Ziele auf der Abwärtsseite, die realistisch wären für die kommende Handelswoche, erstmal zu besprechen. Wie gesagt, wir werden in den Livestream schauen, wenn der Markt eben hier drunter geht, ob es dann oder wo jetzt hier auf der Unterseite die nächsten interessanten Ziele kommen. Die habe ich jetzt aktuell noch nicht so parat, aber da seid ihr herzlich eingeladen, natürlich täglich im DAX Long oder Short oder eben auch am Nachmittag in der US Opening Bell reinzuschauen. Wenn der Markt hier hinkommt, werden wir natürlich auch die Levels entsprechend hier unten besprechen, was da wiederum dann interessante Ziele sind. Aber mein favorisiertes Szenario wäre eigentlich gar nicht der Rutsch direkt jetzt hier weiter in diesem Zuge, wie es der DAX in den letzten Tagen gezeigt hat, sondern eigentlich das, was ich eben vergangene Woche auch ganz gerne schon mal gesehen hätte, dass der Markt, da er so schön sauber abwärts tendierend ist, dass er eventuell zwischendurch nochmals eine kleine Erholung zeigt. Gar nicht mal, dass wir jetzt hier große Sprünge nach oben sehen, sondern hier aus dem Bereich unter 12.000, dass wir vielleicht nochmal, ihr seht hier diesen Ausbruchsbereich nach unten, den wir vergangene Handelswoche durchzogen oder vollzogen haben, ein wichtiges Unterstützungsniveau aus der Vergangenheit. Dieses Niveau war ja auch schon in dieser Phase nicht so uninteressant. Dieses Niveau war hier vorne nicht so uninteressant. Und somit ist es jetzt hier eigentlich auch interessant, dass der Markt eventuell nochmal eine Erholung in diesem Bereich zeigt, was natürlich dazu führt, wenn wir diesen Schritt hier tätigen, das sind ja immerhin auch fast 200 Punkte erstmal wieder nach oben, dass wir natürlich vorsichtig in den Livestreams auch mal schauen. So habe ich es vergangene Woche dann auch versucht. Wie gesagt, konnte hier mit der Aufwärtsseite nicht extrem viel Geld verdienen, konnte zwar auf der Aufwärtsseite im Dow Jones, wie gesagt, Geld verdienen, im DAX hier weniger, aber es ist nicht auszuschließen, dass wir wenigstens diese Erholung sehen. Und noch ein nächster wichtiger Bereich, auch aus der vergangenen Handelswoche beziehungsweise auch aus der Vergangenheit, ist der Bereich in etwa 280 bis 300. Und selbst solch eine Erholung, zum Beispiel, wenn die US-Märkte eben ihre Aufwärtsreise wieder aufnehmen quasi, dann ist es natürlich denkbar, dass der DAX sich auch erstmal so ein bisschen erholt, quasi Schwung holt, um vielleicht dann später hier die Abwärtsseite wieder aufzubauen oder grundsätzlich dann doch gar nicht mehr weiter großartig fällt, sondern hier vielleicht grundsätzlich wieder nach oben geht. Aber diesen grünen Pfeil nehme ich jetzt erstmal wieder raus, weil das ist für die kommende Handelswoche von meiner Seite erstmal, naja, erstmal nicht so wahrscheinlich, dass wir wirklich so einen starken Turnaround sehen, dass auf einmal diese Schwäche, die seit Wochen, fast Monaten im DAX drin ist, auch im Verhältnis zu den amerikanischen Märkten. Ich hatte immer wieder diese negative Korrelation angesprochen, dass der DAX gegenüber dem S&P und Dow Jones ja wirklich sehr, sehr schwach ist. Grundsätzlich war es ja so oder ist es so, dass ja der S&P auf diesem Niveau hier oben knapp unter den Allzeithochs rangiert. Das sind die Allzeithochs, ja, wenn wir sie rüberziehen im DAX. Der S&P liefert grundsätzlich dann erstmal so ein Stück über seine alten Allzeithochs, kam jetzt zwar zurück, rangiert jetzt etwas unter den Allzeithochs, aber ist auf einem extrem hohen Niveau. Ja, und wo befindet sich der DAX? Der DAX befindet sich hier unten und diese Schere, die sich hier auftut zwischen den US-Märkten, also der Stärke der US-Märkte und grundsätzlich der Schwäche des DAXes, die geht ja hier Woche für Woche immer weiter auseinander. Und übergeordnet, aber da werden wir grundsätzlich drauf zurückkommen oder drüber sprechen, wenn es dann soweit ist. Grundsätzlich wird natürlich diese Schere, die kann weiter auseinandergehen. Also ich möchte mich jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, die muss jetzt mal wieder zusammengehen. Nein, der Markt muss gar nichts, aber sie wird, und da bin ich mir sicher, irgendwann wieder etwas zusammengehen. Was da bedeutet, aktuell ist es ja so, wenn der US-Markt steigt, also wenn er wirklich Tage hat, wo er sauber nach oben läuft, dann ist es grundsätzlich so gewesen, dass der DAX sich in diesem Moment, an diesem Tag, dann erstmal grundsätzlich nicht nennenswert nach unten bewegen konnte, sondern mehr oder weniger teilweise seitwärts gelaufen ist, manchmal mit leichter Tendenz nach oben. Wenn dann aber, wie in den letzten vier Handelstagen auch in den USA, die amerikanischen Märkte nur an Short denken, das hatte ich genauso in der vergangenen Handelswoche, in der Wochenanalyse auch schon gesagt, wenn die nur daran denken zu fallen, nutzt es der DAX sofort aus und kachelt nach unten, ja, und fliegt nach unten und
Das führt natürlich dazu, dass dann eben der S&P weiter stark bleibt und der DAX Schritt für Schritt weiter nach unten geht und diese Schere, diese Entfernung zwischen den US-Märkten und dem DAX immer weiter auseinander geht. Das wird sich irgendwann drehen, entweder wenn der DAX fällt, dass der S&P entsprechend auch etwas stärker mit nach unten kommt, wenn der S&P weiter steigt, dass irgendwann eine Phase kommt, wo der DAX dann wieder mal etwas stärker steigt. Also das gleicht sich irgendwann etwas an. Es ist in den vergangenen 40, 50 Jahren nie so gewesen, dass so eine negative Korrelation zwischen weltweit führenden Indizes oder weltweit wichtigen Indizes so lange Zeit wirklich so negativ bleibt. Grundlegend ist es ja so, und da gibt es ja auch viele Leute, die da auch verstärkt drauf schauen, wenn die US-Märkte steigen, dass grundsätzlich dann auch ja der DAX mitgemacht hat und vice versa, wenn die US-Märkte fallen, dass es der DAX dann auch tut. Also das ist ein Punkt, neben der eigentlichen Analyse für den DAX, das immer noch im Rücken oder im Hinterkopf behalten werden muss, sprich weitere Abwärtstendenzen auch, wir schauen gleich auf den S&P, wenn natürlich der S&P weiter fällt, also diese Beobachtung, die sollte man weiter im Hinterkopf haben und eben die Aufwärtsseite, die hier eben von mir ja auch so ein bisschen angedacht ist, die sollte eigentlich nur stattfinden, wenn auch in diesem Fall dann die US-Märkte Stärke zeigen. Also wenn die nach oben gehen, wenn die aus ihren wichtigen Unterstützungsniveaus eventuell die Stärke wieder finden, 2, 3, 4 Tage, 5 Tage, vielleicht die komplette Handelswoche, wieder nach oben gehen, dann sollte es auch nicht unrealistisch sein, dass der DAX wieder in Richtung 300 steigt, vielleicht auch noch ein kleines Stück höher, aber viel mehr würde ich erstmal dem DAX in der kommenden Handelswoche gar nicht zusprechen. Ja, und auch immer wieder nach wie vor an den wichtigen Widerständen, die wir haben, werde ich, das weiß ich eigentlich fast jetzt schon, es auch immer mal wieder auf der Abwärtsseite versuchen. Ja, übergeordnete Widerstände, die hier im Big Picture zu erkennen sind, sind natürlich nach wie vor sehr wichtige Bereiche, die Abwärtsseite zu handeln. Naja, und schlussendlich natürlich hier unten etwas aggressiver, wenn die US-Märkte weiter Schwäche zeigen oder generell ist natürlich die Abwärtsseite auch denkbar. Und die orangenen Pfeile, ich lasse sie mal orange und mache sie nicht grün, denkbare Long-Tendenzen, auch handelbar, aber immer mit dem Hintergrund vorsichtig. Der Markt ist weiterhin auf der Abwärtsseite angenockt und somit ist es hier auch denkbar, dass eben die Abwärtsseite weiter Bestand hat im DAX. Und wir switchen mal auf den S&P über, den ich ja jetzt schon ständig irgendwo besprochen habe oder irgendwo auch hier in der Beschau hatte, im Vergleich hatte. Schaut mal, wir gucken noch mal kurz auf den Tageschart und ich zeichne hier mal diese saubere Tendenz. Wir hatten ja oder haben ja den DAX quasi hier noch im Hinterkopf. Wir können ja egal, wo wir anfangen. Ja? Der Markt ist eigentlich sehr sauber aufwärts tendierend und er zeigt immer wieder neue Bewegungshochs, Test nach unten, neue Bewegungshoch, in diesem Fall neue Allzeithochs, Test nach unten und wir sind noch nicht mal auf diesen markanten alten Hoch drauf. Wir haben da zwar mal kurz hingeschaut, vergangene Handelswoche, aber sofort erstmal wieder Stärke zurück. Nicht extrem, aber sie kam zurück. Also ist dieses Hoch hier weiterhin auch denkbar, dass es nochmal mit einer kleineren Bewegung getestet wird. Selbst der Test des zweiten Hochs hier in diesem Bereich um die Marke 2845. Ja, wenn ich das jetzt einzeichne und wir spinnen mal diese Bewegung nach unten weiter. Also der Markt läuft nochmal an das Hoch hier ran, was in etwa so der 60er Bereich ist. Der Markt läuft runter in den 45er Bereich und läuft hier dann vielleicht entsprechend wieder weiter nach oben. Selbst das Bild, was ich jetzt einzeichne, wäre ja für einen sauberen Aufwärtstrend ganz normal. Also wir sind übergeordnet nach wie vor aufwärts tendierend, auch wenn wir natürlich die Abwärtsgedanken hier auf kleineren Zeitebenen in der vergangenen Handelswoche immer mal gehegt haben, ich auch über bestimmte Szenarien gesprochen habe, auch bestimmte Levels festgelegt habe, die im S&P wichtig sind, um die Aufnahme des Aufwärtstrendes eventuell wieder annehmen zu können. Das hat der Markt grundsätzlich kaum gezeigt. Also es war schon diese Abwärtstendenz hier eben in Anführungsstrichen klar, aber auch immer wieder zwischenzeitliche Stärke, die ruckzuck wieder einsetzte und dann kam oft am Nachmittag dann vielleicht wieder die Schwäche rein. Also grundsätzlich ist dieses Bild, wie es hier gerade eingezeichnet ist, natürlich denkbar. Wir haben hier natürlich zwei wichtige Levels, einmal in etwa die 60 und einmal in etwa die 45, die Unterstützung bieten sollte. Und wir gehen jetzt mal auf den 4-Stunden-Chart zurück, denn ich habe hier ein Level eingezeichnet, was für Montag, vielleicht auch für Dienstag, je nachdem, wie der Markt sich natürlich Montag bewegt. Aber aus aktueller Sicht wäre es nach wie vor erstmal denkbar, dass wir hier weiter die Abwärtsseite zeigen. Also der Vorteil
untergeordnet auf dieser kleinen Zeitebene mit dem Hintergedanken, dass diese Abwärtsbewegung eben eine Konsolidierung im Aufwärtstrend ist. Ja, das sind ja immer so kleine Nuancen, wo ich dann auch so ein bisschen anders agiere, ein bisschen meine Aggressivität lenke. Ja, wir haben hier, das ist wie gesagt das 60er, 62er Level, das ist das hier, diese alten Hochs, die wir gerade eingezeichnet haben. Und wie gesagt, der nächste Bereich ist hier dieser 45er Bereich. Sollten wir, und ich habe es hier ganz dünn eingezeichnet, das ist in etwa so die 90, ja, so knapp unter 90. Das ist hier so ein kleiner Tiefbereich aus der Phase, hier so eine kleine Schiebezone, untere Grenze von so einer Schiebezone. Das sieht man jetzt auf dem 4-Stunden-Chart nicht ganz so genau, aber das war in der vergangenen Handelswoche so ein kleines, wichtiges Niveau, was dann auch zum Freitag nach oben exakt getestet wurde. Und dann ging der Markt wieder leicht nach unten und zeigte hier unter dem Unterstützungsniveau 76 den Schlusskurs am Freitag. Also grundsätzlich ist es natürlich hier erneut denkbar, dass wir zum einen hier diesen 60er-Bereich testen, dass wir dann, wenn wir weiter Schwäche sehen, auch ohne Probleme in den Bereichen laufen können. Ja? Und das werden wir Tag für Tag anpassen. Wenn der Markt fällt, werden wir dieses Level, was aktuell hier in dem Bereich 90 liegt, natürlich so ein bisschen anpassen. Aber unterhalb aktuell für Montag, das ist jetzt wirklich für Montag, weil man kann jetzt das natürlich nicht für die komplette Handelswoche festlegen. Aus aktueller Sicht würde ich sagen, okay, wenn der S&P erneut über diesen 92er-Bereich, beziehungsweise 90er-Bereich hier, wenn der jetzt hier steigt, also hochläuft, dann wird es ab dort interessant, dann auch wieder Long Trades einzugehen. Wir hatten vergangene Handelswoche, da hatten wir den Bereich, der wichtig war. Wir sehen ja hier den Eröffnungskurs und ich hatte grundsätzlich in der vergangenen Handelswoche gesagt, wenn der Markt sich erneut oberhalb von 95 verhält oder wenn der Markt dort rangiert. Hier, das hat er ganz kurz am Anfang der Handelswoche getan. Da hatte ich auch hier noch ganz kurz mal Long-Tendenzen, aber das war mehr oder weniger der Montag, ja, wo wir eben kaum Bewegung hatten im S&P, weil ja Feiertag war. Aber ab Dienstag ging es hier sofort unter diesen 05er-Bereich. Und dann war es erstmal klar, das hatten wir auch besprochen, dass Abwärtstendenzen in entsprechende Unterstützungen eintreten können, dass die nicht so unwahrscheinlich sind. Und nur Kurse hier oberhalb von 05 weiter für die Aufwärtsseite interessant gewesen wären. Also man weiß schon vorher so grobe Linien und ich würde für die kommende Handelswoche, Schrägstrich in diesem Fall nicht für die komplette Handelswoche, sondern mehr für Montag, wie gesagt, als so einen wichtigen Bereich, hier den Bereich um die Marke 92 knapp darüber annehmen. Quatsch, hier erstmal diesen Bereich, hier entschuldigt, also der Bereich hier um die 90er Marke, ja doch, das ist trotzdem so, Moment, entschuldigt, jetzt gucken wir nochmal ganz genau. Es ist der Bereich 85, entschuldigt, nicht die 90, es ist der 85er Bereich, Kommando zurück. Also wenn der Markt hier, wir können das auf dem Stundenchart jetzt auch lassen, wenn der Markt jetzt hier erstmal wieder leichte Stärke, vielleicht sogar in der Pre-Session, also Montag vor 15.30 Uhr, sich so langsam hier wieder hocharbeitet, ja, und dann vielleicht hier eben schon wieder über diesem Kurs rangiert, dann wäre hier der Markt für mich auch erstmal wieder long tendieren. Nächster Bereich ist hier der in etwa 95er Bereich, hier könnte wieder so leichte Konsolidierung eintreten, aber es ist grundsätzlich denkbar und erstmal auch wieder übergeordnet interessant für die Aufwärtsseite. Sollten wir allerdings darunter bleiben, wenn der Markt sich hier eben in der Nachtsession oder eben in der Vormittagssession hier unten aufhält, diese Bereiche nach oben hier alle nicht nennenswert überschreiten kann, vielleicht so ein bisschen Stärke zeigt, dann wieder so ein bisschen Schwäche und dümpelt hier unten rum, dann sind weitere Tiefs denkbar, weitere Bewegungen in Richtung der nächsten Unterstützungen auf der Abwärtsseite und der Fokus von meiner Seite würde mehr auf der Abwärtsseite liegen und wie gesagt, oberhalb hier des 85er Bereiches, dann wird es für Montag, mal gucken, wie der Markt sich Montag verhält, dann erstmal für die Aufwärtsseite interessant. Und wir müssen natürlich je nachdem, wie die Tage sich verhalten, dann Schritt für Schritt gucken. Letzte Woche war es etwas klarer, da habe ich wirklich gesagt, 29.05 ist hier der entscheidende Bereich, auch mehr oder weniger für die Handelswoche. Diese Handelswoche will ich und kann ich mich nicht so festlegen, weil jetzt beide Seiten, wie wir ja sehen, auch schnell wieder denkbar sind. Es ist schnell hier eine weitere Konsolidierung nach unten denkbar, aber auch relativ zügig wieder die Aufwärtsseite. Momentum ist drin, Volatilität ist drin. Also ich denke, dass wir nicht so wenig Bewegung in der kommenden Handelswoche sehen, dass wirklich auch Bewegungen nach oben oder nach unten hier grundsätzlich eintreten können. Also blickt hier auch wirklich täglich gerne, gerade US Opening Bell am Nachmittag um 15.45 Uhr, wo wir natürlich immer auf Dow Jones und S&P blicken, das immer einnorden und schauen, in welche Richtung könnte es hier für den Tag entsprechend gehen. Blicken wir auf den Euro-US-Dollar. Der ist mittlerweile kurz vor dem Bereich, wo ich sage, Mensch, ab dem möchte ich eigentlich auch wieder auf der Abwärtsseite unterwegs sein. Da möchte ich daran denken, die Abwärtsseite zu handeln. Wir haben grundsätzlich sich in der vergangenen Handelswoche hier nicht so viel erlebt. Wir hatten den Schlusskurs knapp unter 1,16 von vor letzter Woche Freitag. Dann ist der Markt
grundsätzlich, wir sehen es ja hier, leicht nach oben gegangen. Ich war ja nach wie vor oder bin ja nach wie vor eigentlich lieber auf der Abwärtsseite unterwegs oder favorisiere mehr die Abwärtsseite als die Aufwärtsseite. Und wir sehen ja, dass auch zwischendurch immer mal wieder Schwünge auf der Abwärtsseite kamen. Diese allerdings bis auf hier am Freitag erstmal noch nicht so wirklich nachhaltig waren. Dann ging der Markt wieder nach oben, dann wieder nach unten. Und schlussendlich haben wir ja hier nur ganz leicht mit einer kleinen Bewegung nach unten im Prinzip die Handelswoche im Minus im Verhältnis zur vergangenen Handelswoche im Minus schließen können. Ja, schaut man sich die letzten anderen Handelswochen an, da hatten wir viel mehr Bewegung, viel mehr Momentum, viel mehr Volatilität drin, als es jetzt in der vergangenen Handelswoche der Fall war. Und es ist nach wie vor so, dieses Bild hat sich nicht geändert. Der Bereich um die Marke 1,1530, das ist das alte Ausbruchsniveau aus dieser langen vorherigen Schiebezone hier. Das ist natürlich nach wie vor wichtig. Dieser Bereich, wo der Markt diese Woche mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist, leicht mal kurz drüber geschaut hat, der war auch wichtig, ist auch nach wie vor wichtig, 1,1630. Aber ich setze jetzt erstmal darauf, dass der Markt eventuell, das weiß ich natürlich nicht, aber dass er hier erstmal wieder leicht nach unten kommt und dann hier durch die 1530 durchgeht. Und mal schauen, ob man es dann schon am Montag, je nachdem, wie wir hier reinkommen, dieses Szenario kann ich jetzt ad hoc auch noch nicht direkt festlegen, aber eigentlich wäre es natürlich schön, wenn wir hier schon oberhalb reinkommen und dann dabei sind, wenn der Markt eventuell erneut dieses Level nach unten durchschießt, denn es ist nicht auszuschließen, dass dieses Mal wieder mit etwas Bewegung stattfindet. Denn wir hatten diesen Bereich hier mit Momentum durchlaufen und wir haben auch auf dem Rückwärtsgang hier wieder zurück diesen Bereich mit Momentum durchlaufen. Und somit ist es jetzt erneut denkbar, wenn der Markt wirklich sich für die Abwärtsseite entscheidet, dass das auch wieder schnell vonstatten geht und man dann eben nicht die Möglichkeit bekommt, so wie ich es ganz gerne handle. Ich handle ja selten diese Ausbrüche an sich, also wenn, dann versuche ich vorher reinzukommen, aber den Break an sich handle ich eigentlich sehr, sehr selten. Ich warte ja dann vielmehr immer noch darauf, dass solche Breakout-Bereiche nochmal getestet werden von der Unterseite, um dann entsprechend einzusteigen. Aber wenn der Markt so schwach ist, wie er hier war, dann bekommt man einfach diese Chance nicht. Ja? Dieser Rücklauf findet einfach nicht statt, der Markt fällt wie ein Stein und man guckt zu und hat Pech gehabt. Wir hatten das Glück, dass wir in dieser Bewegung hier grundsätzlich einen Teil davon mitnehmen konnten, der uns auch Gewinn eingebracht hat. Ich hatte auch grundsätzlich in der vergangenen Woche nicht einen Trade im Euro, würde aber mal schauen, dass ich in der kommenden Woche es dann eben hier erstmal auf der Abwärtsseite versuche und würde hierfür auch, deswegen ist hier dieser orangene Bereich auch drin, würde hier den Schlusskurs der vorletzten Handelswoche auch als richtungsentscheidenden Bereich dafür annehmen. Das ist der Bereich 1,16. Also, wenn der Euro-US-Dollar unterhalb von 1,16 mir in irgendeiner Art und Weise Short-Trigger gibt, zum Beispiel läuft er nochmal ein kleines Stück zurück, testet vielleicht sogar die 1,16 nochmal von unten, entsprechende kleine Widerstände auf kleineren Zeitebenen wären potenzielle Einstiegstrigger, um hier dann die Abwärtsseite zu handeln. Und ich würde dann, wie gesagt, darauf setzen, darauf kann man dann auch oder würde ich dann auch mein Chance-Risiko-Verhältnis teilweise anpassen, dass der Markt nicht nur an die 1530 ranläuft, sondern dass er sie nach unten durchschreitet. Und darauf würde ich dann entsprechend setzen und dann eben auch mit solch Trades unterhalb von 1,16 eben arbeiten. Sollten wir erneut über 1,16 gehen, ja, dann ist es natürlich nicht auszuschließen, dass wir zum einen in Richtung der Vorwochenhochs laufen. Ich mache es mal orange, dass wir natürlich hier eben weiter Stärke sehen, 1,1620, 1,1630, die Vorwochenhochs anlaufen und dann grundsätzlich 1,1680 beziehungsweise dann weiter Richtung 1,1730. Aus aktueller Sicht und mit Sicht auf die Volatilität der vergangenen Handelswoche, auf die Trendintensität der vergangenen Handelswoche, gehe ich jetzt erstmal aus aktueller Sicht, wie gesagt, wohlgemerkt, nicht von diesem Long-Szenario aus. Sprich, ich würde, wenn der Markt hier hochläuft, auch nicht erstmal nicht zwingend die Long-Seite handeln wollen. Erst, und das ist das, was wir in der vorvorletzten Handelswoche oder schon öfter jetzt besprochen haben, wir haben nach wie vor hier oben in diesem 1,1730er Bereich knapp darüber immer noch diesen Vierfachtest. Wir hatten in der vorletzten Handelswoche exakt den Test. Ja, und ich hatte ja gesagt, wenn der Markt hier nochmal hinkommt, wir hatten hier schon mal die Überlegung, die dann schlussendlich nicht zum Tragen kam, es war ja im Endeffekt ein Fünffachtest dieses Bereiches, wenn wir jetzt hier doch wieder hochlaufen sollten, also der Bereich hier bis 1,1680, 1,1690 wird für mich erstmal nicht interessant, dann soll er steigen, soll er das ohne mich machen, dann haben wir vielleicht wieder eine Handelswoche, wo wir vielleicht nicht handeln, sollten wir allerdings hier rüberlaufen, dann schaue ich in diesen Bereich, der jetzt hier grün markiert ist, dass ich irgendwo auf der Longseite ganz sinnvoll reinkomme, ja, wenn
wenn der hier mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs hochläuft, dass wir dann entsprechend vielleicht ein schönes Stop-Level bekommen. Dass ich auch hier, kurz bevor der Markt wieder in den Bereich 1,1730 kommt, dass ich da irgendwie im Markt drin bin und idealerweise dann auch schon ein bisschen Puffer habe mit dem Stop. Denn hier oben, wenn der Markt hier durchkommt, das ist ähnlich, wie ich es im DAX auf der Unterseite erklärt habe, dann ist es nicht auszuschließen und diese Bewegung wird irgendwann kommen. Und ich bin, ja gut, sicher ist bei einer Börse nichts, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir hier oben dann eben ein bisschen Momentum aufbauen. Also das ist hier wirklich dann eben massiv, aber wirklich ein bisschen schneller, zack, hier nach oben geht. Und darum möchte ich dann ganz gerne davor dabei sein. Also hier oben kommen dann Long-Gedanken wieder zum Tragen und wie gesagt unter 1,16 eben die Abwärtsseite. Und sollten wir weiterhin zwischen 1,16 und grundlegend 1,1690 tendieren, also in der Phase, die jetzt hier noch orange offen ist, die ich jetzt nochmal kurz lila einzeichne, da wird von mir weiterhin keine Handelsaktivität stattfinden. Ja? Weil schlussendlich dann eben der Markt hier weiter, so wie vergangene Handelswoche, eventuell seitwärts tendiert. Und da weiß ich, dass ich mit meiner Herangehensweise, ja, manchmal kann man ein bisschen Geld verdienen, aber ich möchte eigentlich Bewegung sehen, Momentum sehen und das sehe ich da dann eben in diesem Bereich nicht. Also das ist jetzt der schlussendliche Gedanke hier zum Euro-US-Dollar. Kommen wir abschließend zum Gold. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass ich weiterhin Gold von der Abwärtsseite sehe. Ich hatte das auch vorletzte Handelswoche im Devisenradar besprochen. Wir hatten da eben Short-Szenarien festgelegt. Nun ist schlussendlich diese Abwärtsbewegung in der Intensität, wie ich sie ganz gerne gehabt hätte, noch nicht eingetreten. Ich hatte ja grundsätzlich den Gedanken gehegt, wo wir hier eben diese Hochs ausgebaut haben, dass der Markt es durchaus oder dass es möglich ist, wenn wir hier unter den, Moment, da machen wir einen Pfeil draus, wenn wir unter die 1200 erneut laufen, ja, also wenn wir hier, das hatten wir ja dann schlussendlich hier getan, der Markt hier drunter kommt, dass dann eben unter 1200, also das ist in etwa so der Bereich, dass wir dann eine realistische Chance haben, dass der Markt eben weiter oder erneut die generelle Abwärtstendenz aufnehmen kann und somit Short-Gedanken dann teilweise unter 1205, dann war es eben auch 1200, durchaus realistisch sind und diese Schwäche, die hier von meiner Seite angenommen wurde, hat angefangen, immer wieder angefangen, auch hier mit dem Test der 0,5 nochmal oder knapp drüber angefangen, aber hat sie schlussendlich noch nicht vollziehen können. Somit ist es jetzt hier nach wie vor von meiner Sicht oder aus meiner Sicht interessant, auf die Abwärtsseite zu schauen. Schlussendlich, weil wir diesen Kerntrend auf der Abwärtsseite haben, weil wir eben auch vergangene Woche immer wieder die Chance hatten, auch in der vorletzten Handelswoche, weiter sauber nach oben zu steigen. Der Markt hat es nicht geschafft. Er hat eben die Aufwärtsseite sich dafür nicht entschieden, aber auch nicht für die Abwärtsseite. Da wir den Haupttrend auf der Abwärtsseite haben, würde ich jetzt erstmal weiterhin auf die Abwärtsseite setzen. Und zwar alles, was unterhalb, ich habe es hier eingezeichnet, wir schauen auch gleich hier nochmal detailliert, muss ich mal kurz überlegen, das müsste so die 0,5, 0,6, 0,7 sein. Der Bereich hier, ja, der sollte da diese richtungsentscheidende Marke darstellen. Also alles, was darunter passiert, wäre nach wie vor von meiner Seite eben, oder ich würde es versuchen, die Abwärtsseite in irgendeiner Art und Weise zu handeln. Moment, das sollte jetzt wieder ein Pfeil werden. Also wenn hier nochmal leichte Erholungen kommen, zack, die Abwärtsseite, wenn eben der Markt sich direkt weiter nach unten bewegt, eben Retests dieser Widerstände, die Abwärtsseite. Die Unterstützung, die nächsten, stehen ja grundlegend fest. Wir haben hier den 80er-Bereich, wir haben hier dieses alte Tief, was natürlich nicht so uninteressant ist als Zielbereich und wir haben schlussendlich dann hier diese Eskalation, diese leichte Eskalation nach unten. Das kann natürlich in einer ähnlichen Art und Weise, ich denke nicht ganz so scharf wie hier, das war ja wirklich auch über Nacht, wo wir bis in diesen 60er-Bereich gefallen sind hier, wirklich diese Sell-Off-Bewegung hier kurzzeitig hatten und der Markt ja dann relativ zügig wieder zurückging. Ich denke, ganz so scharf kann es nicht sein, aber wir können schon durchaus hier, wenn diese Abwärtsseite wieder aufgenommen wird, auch durchaus den einen oder anderen Tag scharf auf der Abwärtsseite ist nicht auszuschließen. Und somit bin ich hier erstmal weiterhin vorsichtig mit dem Gedanken, dass ich hier die Abwärtsseite handeln wollen würde. Und dann müssen wir das nächstes Wochenende neu einordnen, beziehungsweise sprechen natürlich auch hier in den entsprechenden Livestreams Tag für Tag drüber. Gibt es interessante Szenarien? Ist mein Kerngedanke noch aktiv? Ja, weil wenn natürlich schlussendlich der Markt
schon diesen ersten Schub vielleicht auf der Abwärtsseite vollzogen hat in ein Unterstützungsniveau, dann müssen wir hier mal schauen, ist es jetzt aggressiv weiter denkbar, dass wir sofort weiter fallen, oder ist es vielleicht auch erstmal wieder denkbar, dass wir so eine leichte Erholung sehen, und das norden wir natürlich täglich dann immer wieder ein, weil es ist natürlich nicht jede Minute, jede 5-Minuten-Kerze, jede Stundenkerze rot, sondern wir haben zwischendurch auch immer mal wieder in dem Fall blaue oder eben grüne Kerzen, die auch mal wieder auf der Oberseite eben zeigen und dann eventuell nächste potenzielle Abwärtschancen bieten, um dann erneut der Abwärtsseite zu handeln. Jetzt haben wir hier einen Wirrwarr vieler Pfeile, vieler Farben, aber ich denke, der grundsätzliche Gedanke ist hier erstmal klar. Sollten wir über, und da nehmen wir jetzt die Pfeile nochmal raus, wir behalten uns das im Hinterkopf und schauen nochmal genau, wo jetzt hier dieser Bereich liegt, das ist genau 0,6, also zwischen 0,5 und 0,650. Sollten wir darüber laufen, wird es natürlich wieder leicht long. Würde mir persönlich nicht so schmecken. Müsste man erstmal weiter gucken, ob dann hier diese Schiebezone wirklich nachhaltig durchschoben wird. Wir hatten danach eine nächste Schiebezone. Also da gibt es Bereiche, die schon nicht so einfach sind zu knacken fürs Gold. Auch der eingezeichnete 12,16er Bereich ist ein massiver Widerstand. Also klar, wir können hochlaufen. Aber ganz ausgeschlossen, dass wir immer wieder etwas schärfere Reaktionen an entsprechenden Widerständen sehen, ist hier eben nicht. Somit wäre ich selbst da vielleicht mehr vorsichtiger zwar, aber mehr eben gewillt, vielleicht die Abwärtsseite zu handeln. Es kann sein, wenn wir mit starkem Momentum gehen, dass natürlich ich mich hier schnell eines Besseren belehren lassen muss und hier eben dann ein bisschen vorsichtiger, weil schlussendlich habe ich in dieser Aufwärtsbewegung ja auch nicht massiv immer wieder short, 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 sondern habe erstmal darauf gesetzt, dass mir der Markt zeigt, dass er eben nachhaltig nach unten möchte. Das hat er erstmal nicht. Und erst hier wurde es dann wieder so ein bisschen, dass die Abwärtsseite mehr in den Fokus rückte. Und hier eben Abwärtsgedanken dann eben auch wieder mehr zum Tragen kamen. Und wie gesagt, das ist jetzt nach wie vor so. Und wir müssen nur eben schauen, wenn wir umso höher wir steigen, umso uninteressanter wird es erstmal im kurzfristigen Bereich. Dann kommen wirklich so ein paar Swing-Trading-Punkte, die dann vielleicht für Abwärtsgedanken wieder sinnvoll sind. Wie gesagt, die Aufwärtsseite ist für mich persönlich erstmal noch nicht zwingend interessant. Das soll es von meiner Seite gewesen sein, so der Blick aufs Big Picture. Wie gesagt, wie eingangs erwähnt, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn ihr eben auch gerne ein Feedback gebt, was ihr noch sehen wollt, vielleicht auch andere Märkte, andere Zeitebenen, was auch immer. Also gebt mir da gerne ein Feedback, was ihr noch hören wollen würdet. Vielleicht habt ihr auch einen ganz anderen Gedanken, eine andere Begründung zu den Märkten, warum sie vielleicht nicht so ticken. Ich meine, es ist ja sowieso immer ein Für und Wider. Grundsätzlich kann es steigen und kann es fallen und wir müssen das eben situativ immer wieder neu einnorden. Aber wenn ihr andere Gedanken zu den Märkten habt, tut euch keinen Zwang an, auch diese natürlich gerne unter dem Video hier zu posten. In diesem Sinne, ich wünsche euch für die kommende Handelswoche definitiv das allerbeste Good Trades und Mega Trading und wir hören uns bei den täglichen Livestreams. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.